Hallo, moin moin, herzlich willkommen zu Lesung Nummer 19 in dem Buch von Karl Theodor Griesinger über die Jesuiten und ihre Wirkung im Offenen oder ihre Arbeit im Offenen und im Verborgenen von der Gründung des Ordens bis heute, wobei heute 1866 ist. Der 19. Teil dieses Buchs, wir sind noch lange nicht am Ende des ersten Bandes und danach folgt dann noch der zweite. Und ich habe jetzt, habe ich letztes Mal schon gesagt, vor ein paar Tagen, ganz wunderbares Geschenk bekommen, den Originaldruck des Buches erster und zweiter Band von Griesinger, um das auch mal selbst zu lesen. Muss ich sehr vorsichtig mit sein, dass das Buch nicht in 1000 Stücke zerfällt. Das muss man bei solchen antiken Dingen eben auch in Betracht nehmen, kein Problem. Aber ich freue mich drauf, dass wir heute endlich die nächste Lesung machen können. Ich habe gerade die Bibel korrekt oder korrupt abgeschlossen und kann mich jetzt wieder ganz auf ein paar Aufnahmen von diesem Buch von Griesinger konzentrieren und das mache ich dann auch mit viel Freude und ich wünsche euch auch viel Erkenntnis bei der Lesung dieses Buches, den 19. Teil jetzt. Wir hatten letztes Mal aufgehört auf Seite 199 in dem PDF. Die Machtstellung der Jesuiten in Portugal ist das nächste Thema, dessen wir uns annehmen. Es geht ja um die Jesuiten und ihre Wirkung in Europa, nachdem wir ja ihre Auslandsmissionen in Asien, Afrika und Amerika besprochen hatten und jetzt uns letztes Mal beschäftigt hatten mit, was war es, weiß ich jetzt gar nicht mehr, Frankreich oder so, spielt auch keine Rolle. Jetzt gehen wir auf jeden Fall nach Portugal und lesen da weiter. Dass König Johann III. Sich von Ignaz von Loyola einige Mitglieder der Gesellschaft Jesu erbat, um sie als Heidenbelehrer nach Indien zu senden, dass ferner Ignaz den Franz Xavier und den Simon Rodriguez zu diesem Behufe nach Lissabon sandte und dass endlich Johann III. Den Simon Rodriguez, weil er ihn allzu lieb gewann, als Beichtvater und vertrautesten Freund bei sich an seinem Hofe hielt, ist schon im vorigen Buche erzählt worden. Dieser Simon Rodriguez nun legte den Grund zu der wahrhaft außerordentlichen Macht, welche die Jesuiten von nun an während fast ganzer zweier Jahrhunderte über Portugal und alle seine Kolonien ausübten. Denn er benützte die Gunst des ihm fast willenlos ergebenen Königs so sehr, dass der Orden schon nach einem Dezennium, also nach 10 Jahren, die prächtigsten Kollegien in Coimbra, Evora und Lissabon und Praga sowie verschiedene Seminarien in anderen Städten besaß und dass er durch diese Erziehungsanstalten, von denen mehrere wie Coimbra und Evora sogar zu Hochschulen erhoben wurden, die Wissenschaft, den Glauben und die Sitten der Portugiesen vollkommen beherrschte. So, mal sehen, ob ich die ganzen Städte richtig genannt habe. Coimbra, Evora, Lissabon, Coimbra und Evora. Jo, das geht. Das ist hier die englische Version in einem neuen PDF. Beide Bände in einem PDF und toll lesbar, also habe ich mir das wohl zur Aufgabe gemacht, das Englische auch irgendwann zu lesen. Naja, aber jetzt fahren wir erstmal im Deutschen fort. So, sobald nämlich der Jesuitengeneral in Rom sah, dass in Portugal der Boden für seine Sache so gar leicht zu bearbeiten sei, sandte er dem Rodriguez aus Italien, ah ja, da hatten wir letztes Mal drüber gelesen, die Jesuiten in Italien, stimmt, jetzt weiß ich es wieder. Mal sehen, dass das hier so geht, dass beide Seiten sichtbar sind. So. Sandte er dem Rodriguez aus Italien und Frankreich so viele Mitglieder der Sozietät zur Hilfe, als er nur irgend entbehren konnte. Und diese wussten dann so schnell und mit solchem Glück Propheten anzuwerben, dass zum Professen, nee, Proselyten, Entschuldigung, ja. Und mit solchem Glück Proselyten anzuwerben, dass zum Beispiel nur allein das Kollegien in Coimbra bereits anno 1544 60 Ordensmitglieder zählte. Berücksichtigen wir hierbei bitte schön, dass die Jesuiten erst 1540 offiziell als Orden zugelassen wurden. Also das wächst wie eine Krebszelle im Menschen, ne? In demselben Verhältnis wuchsen auch die übrigen empor, und die Reichsten und Vornehmsten des Landes wetteiferten darin, ihre Reichtümer mit diesen Anstalten zu teilen. Wie wäre dies aber auch anders möglich gewesen, da die Jesuiten, um das Beispiel des Königs nachzuahmen, von fast allen Großen des Landes zu Beichtvätern angenommen wurden? Ha,
Als solcher fungierte zum Beispiel bei der Königin Katharina der Pater Michael de Torres und bei den beim Kardinalinsanten Don Henry der Pater Leon Henriques. Dem Pater Simon Rodriguez selbst aber, dem Beichtvater des Regenten, vertrauten die ersten Würdenträger des Reichs wie der Herzog von Aveiro, der Graf von Castanera und andere mehr ihre Gewissen an. Kurz, die Jesuiten wurden unter Johann III. Fast allmächtig am Hofe, denn Rodriguez war so sehr die rechte Hand und der Busenfreund des Monarchen, dass letzterer gar keine Regierungshandlung mehr vornahm, ohne seinen Beichtiger, also seinen Beichtvater, gefragt zu haben. Ja, so schreibt Telles in seiner Chronik des Jesuitenordens wörtlich, als Rodriguez zu Almerin krank lag, ging der König in Person und in Begleitung des Prinzen und der obersten Hofbeamten dahin, um den Kranken zu besuchen, und somit schien der Monarch seine königliche Würde zu vergessen, nur um dem Pater zu zeigen, dass er sein Freund sei. Tja, jetzt lesen wir hier wieder von jemandem, der ein Buch geschrieben hat. Das ist bei mir immer ganz gefährlich. Wenn ich sowas lese, dann muss ich immer gleich mal nachgucken von, wer ist denn dieser Telles? Das ist doch Telles, ne? Mal eben gucken, wie es im Englischen da steht. Das muss ich mir später mal angucken. Ganz gemein. Ja, so Telles writes. Okay, aber hier ist auch nicht irgendwo aufgeführt, welcher Brunnen das ist. Also da werde ich mich dann später mal erkundigen, ob ich da jetzt gerade wieder über ein neues Buch gestolpert bin. Aber fahren wir fort. Es ging jedoch nun, wie es meistenteils zu gehen pflegt, das heißt, das außerordentliche Ansehen, in welchem die Herren Patres standen, so wie die unermesslichen Schätze, mit welchen der König sie überhäufte, machten sie so stolz, machten sie aber auch so übermütig, träge und wollüstig, dass bald unter dem Volke ein allgemeines Murren entstand. Auch blieb es keineswegs bei diesem Murren, sondern die Einwohner von Lissabon ließen ihre Klagen bis an den Thron ertönen und beschuldigten die Regierung laut, dass sie das Vermögen des Landes an Unwürdige verschwende. Die Portugiesen tun das im 16. Jahrhundert, da sollten sich die Deutschen des 21. Jahrhunderts vielleicht mal eine Scheibe von abschneiden. Was denkt ihr davon? Doch, was half's? Was half's, dass man bei der Regierung klagt, dass das Vermögen verschwendet wird? Simon Rodriguez hatte den schwachen König allzu sehr in seiner Gewalt, als dass dieser auf die Kläger gehört hätte, und schließlich kam es sogar so weit, dass dieselben, also die Kläger, ins Gefängnis gebracht oder aus dem Reiche verbannt wurden. So trieb's der Beichtiger, also der Beichtvater, bis zum Jahre 1551, und zwar, wie man sich wohl denken kann, mit einer immer sehr wachsenden Frechheit. Da erhielt Ignatius zu Rom genaue Kunde von der Sache, und da er wohl einsah, dass der außerordentliche Hass, mit dem das portugiesische Volk nunmehr die Sozietät betrachtete, die schlimmsten Folgen tragen müsse, so fasste er den festen Entschluss, mit starker Hand einzugreifen. Namentlich lag ihm auch das Kollegium zu Coimbra am Herzen, und er betrübte sich tief darüber, dass dasselbe in einen gänzlichen Zerfall geriet, denn nach allen Berichten, die er darüber erhielt, glich es eher einer Schule der Ärgernis als der Erbauung, und alles lebte dort, statt sich den Studien und der Erziehung zu widmen, dem Müßiggang, der Schwelgerei und der ränkevollen Klatschsucht. So schickte denn Loyola Kraft seiner unumschränkten Gewalt als Ordensgeneral urplötzlich den Pater Emanuel Godin, ja, bin ich jetzt nicht ganz sicher, aber mal gucken, wie der heißt im Englischen, verzeiht mir, das gucke ich da mal eben nach. Den Vater Strength of an Vater Emanuel Godin, ah ja, okay, habe ich richtig gelesen, das ist der hier. Ja, ab und zu hilft das ja mal. Also, schickte Loyola urplötzlich den Pater Emanuel Godin nach Coimbra, um als neuer ernannter Rektor das Kollegium wieder in Ordnung zu bringen. Den Pater Rodriguez aber rief er zu sich nach Rom und ersetzte ihn durch den bescheidenen Jakob Miron,
der sich, wie wir bereits gesehen haben, nicht einmal für würdig hielt, bei einem Könige als Beichtvater zu wirken. Johann III. War am Anfang über diesen Gewaltstreich Loyolas äußerst ungehalten, und er drohte sogar, alle Jesuiten nach Italien zurückzusenden. Allein als ein geistiger Schwächling, der er war, beruhigte er sich bald wieder, und nach einem Monat schon hatte ihn der neue Beichtvater so gut oder sogar noch besser in der Gewalt, als dies bei dem früheren der Fall gewesen war. In Lissabon also, oder, wenn man lieber will, am Hofe, kam alles sogleich wieder ins alte Gleise. Nur mit einem Unterschiede, nämlich mit dem Unterschiede, dass statt des gewalttätigen und deswegen verhassten Rodriguez der stille und sanfte Miron regierte. In Coimbra dagegen wollte sich die Sache nicht machen, trotzdem Pater Godin mit aller Strenge das äußere Ärgernis des Kollegiums abbestellte. Die Einwohnerschaft der Stadt hatte nämlich den lockeren Lebenswandel der Jesuiten allzu lange mit angesehen und war durch deren Liederlichkeit allzu sehr mit Verachtung erfüllt worden, als dass sie jetzt zu einer so plötzlichen Sinnesänderung hätten Zutrauen oder Vertrauen fassen können. Vielmehr hielt man alles für perfekte Verstellung, also eine Show, und wenig fehlte, dass die Leute nicht Spottlieder auf die heuchlerischen Schwarzröcke gesungen hätten. Darum, wenn das alte Ansehen wiederhergestellt werden sollte, musste man irgendein irgendeinen herzrührenden theatralischen Donnerschlag auf die Zähne bringen, und dieser Coup wurde auch wirklich ausgeführt. Eines schönen Morgens läuteten zu ganz ungewöhnlicher Stunde die Glocken der Jesuitenkirche aufs Feierlichste zusammen, und einen Augenblick darauf öffnete sich das Hauptportal derselben, um eine der sonderbarsten Prozessionen, die es je gab, erscheinen zu lassen. Voran schritt ein wahrer Goliath, der ein riesiges Bild des gekreuzigten Christus trug, und hinter ihm drein kam der Pater Godin, aber nicht in seiner gewöhnlichen Kleidung, sondern nackt bis auf den Gürtel hinab und mit einer mächtigen Geißel bewaffnet. Ihm folgten die sämtlichen Novizen, ganz ebenso kostümiert, und an sie reihten sich dann wieder die Laienbrüder, die natürlich auch nicht anders aussahen. Den Schluss bildeten die Lehrer und Koadjutoren, und alle zusammen sangen, während sie langsam mit gesenktem Blicke sich fortbewegten, in einförmiger Weise einen Bußpsalm, der außerordentlich düster und traurig klang. An jedem Kreuzweg, auf jedem öffentlichen Platze blieben sie stehen, aber nicht bloß, um in noch trauriger Weise als bisher zu singen, sondern um die Geißeln durch die Luft zischen zu lassen und sich selbst aufs Unbarmherzigste zu züchtigen. Bald floss das Blut rinnweise von ihren nackten Schultern herab, und das Volk, das in Masse zusammenströmte, um dies außerordentliche Schauspiel zu sehen, wurde natürlich dadurch aufs Tiefste gerührt. Sie aber, die Jesuiten mit ihren Zöglingen, schrien laut auf, indem sie bittend die Hände rangen: »Ihr Männer von Coimbra, vergebet uns um Christi willen das Ärgernis, welches euch unsere Gesellschaft gegeben hat.« So ging der Zug weiter und weiter, bis er endlich die Kirche der Barmherzigkeit erreichte, und nun bestieg der Pater Godin die Kanzel und hielt eine Rede von solch außerordentlicher Bußfertigkeit, dass alle Zuhörer, und da waren so viele, als die Kirche nur fassen konnte, auf die Knie fielen und mit Tränen in den Augen kreischten: »Barmherzigkeit, Barmherzigkeit, Barmherzigkeit!« Was war nun aber die Wirkung dieses merkwürdigen Schauspiels? Natürlich keine andere, als dass das Volk von Coimbra die Jesuiten wieder förmlich zu Gnaden aufnahm oder annahm. Denn wenn auch unter den Gebildeten und Aufgeklärten gar manche den ganzen Auftritt für nichts als ein Bühnenschaustück ansahen, so war doch der gemeine Haufen und insbesondere das Weibervolk anderer Meinung und hielt die Büßer für halbe Heilige. Als König Johann III. Im Jahr 1557 starb, hinterließ er eine Witwe,
die Königin Katharina, Schwester des Kaisers Karls des V., den kennen wir ja aus Deutschland, ne? Einen dreijährigen Enkel, Sebastian, Sohn des verstorbenen Infanten Johann, des Thronerben, und einen zweitgeborenen Sohn, den Kardinal Henry. Die Königin Katharina wurde Vormünderin des jungen Sebastian und zugleich Regentin von Portugal. Sie regierte aber nicht selbst, sondern an ihrer Statt ihr Beichtvater Michael de Torres, nebst dem Leon Henriques, dem Beichtvater des Kardinals Henry, und diese zwei Patres gaben dem Thronerben ihren klugen Mitbruder Luis Consalva, Consalva de Tamara, zum Hofmeister und Erzieher. Nun begannen die schlimmsten Tage Portugals, denn von jetzt an beherrschten die Jesuiten das Land so unumschränkt, als wären sie dessen wirkliche und rechtmäßige Inhaber. Also, lass uns mal sagen, dass sie hier von Portugal dieselbe Enklave haben machen können, wie in Paraguay mit den Reduktionen. Ja? Allerdings wagte es die Königin Regentin einmal, sich aufzuraffen, und in ihrer Aufregung schrieb sie dem damaligen Jesuitengeneral Borgia einen langen Brief, worin sie sich insbesondere über den Pater Consalva und seine Erziehungsmethode bitter beklagte. Zitat: Er bringe seinem Zögling, dem künftigen Könige, wilde und wollüstige Sitten bei, sagte sie unter anderem in diesem Schreiben, und lehrte ihn, sie, seine Großmutter, zu verachten und zu misshandeln. Überhaupt erziehe er ihn nicht, wie man einen künftigen Herrscher erziehen solle, sondern er gewöhne ihn daran, ein willenloses Werkzeug in seinen eigenen Händen zu sein, und erfülle seinen Kopf mit fantastischen Bildern, durch welche die Entwicklung seines Verstandes total gehemmt werde. Tja, was ist das? Mit anderen Worten, diese jesuitische Erziehung, von der wir hier gerade eben lernen, ist nichts anderes als bei einem Kind, dem Thronnachfolger in diesem Fall, die Exerzitien der spirituellen Übungen durchzuführen und diesen durch Einflussnahme perende ac cadaver zum Kadavergehorsam auszubilden. Nichts anderes haben wir hier gerade eben gelesen. Diese Großmutter hat das jetzt gesehen. Das Problem ist, und das haben wir auch, glaube ich, gesehen bei der Lesung von Die Heiligen Väter, das Buch von Alberto Rivera, wer sich daran erinnert, auf meinem Hauptkanal, der kann das ja mal schauen. Das ist ja dasselbe, was sie mit anderen Kindern machen, die sie in ihre Hände bekommen. Und zwar mit denjenigen, die sie sich auserwählen dafür. Und hier war die Wahl natürlich leicht. Wir haben es hier zu tun mit einem Thronnachfolger. Wenn ich diesen Thronnachfolger auf eine Art und Weise erziehe, dass ich ihn im Grunde zum Jesuiten mache, dann ist nicht der Thronnachfolger nachher der Regent des Landes, sondern dann ist der General der Jesuiten der Regierer des Landes. Weil ein jeder Jesuit nur das tut, was sein Vorgesetzter ihm befiehlt. Und der Vorgesetzte befiehlt ihm nur das, was der Wille des Generals ist, des schwarzen Papstes, in diesem Fall Borgia, in diesem Moment. Ja, so muss man das verstehen, wenn wir das hier lesen. Was war nun aber diese Folge des Briefes? Das ist ja mal interessant. Was passiert, wenn die Großmutter des Thronnachfolgers einen solchen Brief an den General der Jesuiten schreibt? Etwa die Entfernung Consalvas? Oh nein! Nein, umgekehrt! Die Entfernung der Königin, der Regentin. Die Jesuiten und ihre Kreaturen, worunter auch die Minister und sonstigen Hochgestellten gehörten, schikanierten nämlich von jetzt ab die arme Dame auf alle Weise, wie sie denn namentlich auch geltend machen, dass die Regierung eines Weibes sich für einen Staat wie Portugal gar nicht passe. Und um kurz zu sein, sie brachten es so weit, dass derselben ihre Existenz förmlich entleidet wurde. Demgemäß begab sich die Königin, um endlich Ruhe zu bekommen, im Jahre 1562 ihrer vormundschaftlichen Regierung und legte sie vor den versammelten Reichsständen in die Hände des Kardinalinfanten Don Henry nieder. Dieser aber, Don Henry, zufrieden damit, Regent zu heißen,
ließ die frommen Patres nach Belieben schalten und walten. Und wenn er auch sie hie und wenn er auch hie und da den Anlauf nahm, als wollte er selbst tätig eingreifen, so brachte ihn doch schon der nächste Augenblick wieder vollständig unter die Botmäßigkeit seines Beichtvaters. Noch höher, wenn dies überhaupt irgend möglich war, stieg die jesuitische Macht, als der junge Sebastian mit seinem 14. Jahre anno 1568 für volljährig erklärt wurde. Denn man wird es begreiflich finden, dass ein von Jesuiten erzogener Jüngling nicht anders dachte und denken konnte, als die Herren Patres ihn denken gelehrt hatten. Bestätigung dessen, was ich euch gerade in meinem Kommentar erzählt habe. Tagtäglich hatte ihn Consalva de Tamara gefragt, gesagt, Entschuldigung, hat tagtäglich hatte ihm Consalva de Tamara gesagt, dass es die erste Pflicht eines christlichen, also katholischen, Königs sei, sich seiner Gewalt zur Verbreitung der römisch-katholischen Religion zu bedienen, indem ihn Gott nur zu diesem Zwecke auf den Thron gesetzt habe. Und da nun Sebastian von der Natur einen feurigen, heftigen, nach Ruhm dürstenden Charakter empfangen hatte, so war es leicht in ihm, die Idee zu begründen, dass er dazu berufen sei, für den Katholizismus etwas außerordentlich und bis jetzt nie Dagewesenes zu leisten. So, ich muss hier eben einen Kommentar geben. Nicht nur, dass ich hier 100% der Autor bestätigt, was ich davor mit meinem Kommentar bereits gesagt habe. Nein, nein. Es ist hier sogar so, dass wir jetzt gerade hier lesen. Was war denn der Kommentar, den ich jetzt geben wollte? feurigen, heftigen, ruhmdürstenden Charakter empfangen hatte. Jetzt weiß ich nicht. Ich wollte da einen schönen Kommentar drauf geben. Das ist ja wirklich wahr. Ich habe den Gedanken jetzt gerade eben verloren. Auf jeden Fall ist das auch wieder, das wollte ich jetzt nicht sagen, aber dann sage ich das jetzt, ist das auch wieder ein Beweis dafür, dass wenn die Jesuiten die weltliche Gewalt so in ihrer Macht haben, dass das im Grunde darauf hinausläuft, dass es eine selbe Regierung ist wie damals in Paraguay, wo es im Grunde keine weltliche Regierung gab. Ja. Jetzt kam der Gedanke gerade nochmal kurz zurück und dann war er wieder weg. Tut mir jetzt leid, ich hatte da wirklich einen schönen Kommentar mir zurechtgelegt, aber der Gedanke ist jetzt gerade eben mal futsch. Vielleicht, wenn ich es nochmal lese. Also tagtäglich hatte ihm Consalva de Tamara gesagt, dass es die erste Pflicht eines christlichen Königs sei, sich seiner Gewalt zur Verbreitung der römisch-katholischen Religion zu bedienen. Indem ihn Gott nur zu diesem Zwecke auf den Thron gesetzt habe. Das war der Punkt. Indem ihn Gott nur zu diesem Zwecke auf den Thron gesetzt habe. So, jetzt werde ich euch mal eben was sagen. Römer Kapitel 13. Ja, die Obrigkeit übt Gewalt aus und alle Obrigkeit ist von Gott eingesetzt, heißt es da. Das stimmt. Aber es geht natürlich um die Obrigkeiten, die gottestreu sind. Und zwar gottestreu an den Gott der Bibel, nicht gottestreu an den Gott dieser Welt, an den Prinz der Luft, an Satan, sondern an Gott. Aber genau das ist der Punkt. Weil die Leute die Bibel in der Hinsicht nicht gut verstehen, missbraucht jede weltliche Gewalt, mit der wir in dieser Welt im Augenblick konfrontiert sind, Römer 13, um sich selbst zu rechtfertigen. Ja? Was steht denn in Römer 13? Ich meine, dann lesen wir es doch mal eben nach. Ich starte mal eben gerne hier die Schlachterbibel. Dann schauen wir da mal eben mit rein. Dann lesen wir mal eben Römer 13. Es ist auch mal interessant, da mal ein ganz eigenes Video drüber zu machen. Tom Fress hat das in Englisch natürlich gemacht, aber ich bin Tom Fress nicht und Englisch ist ja nicht das Deutsche. Also wollen wir mal sehen, dass das jetzt hier mal langsam aufgeht. Ja, ich habe das doch jetzt gerade hier angeklickt. Warum geht das denn jetzt nicht? Ja, hier ist ein Gewitter draußen. Ich meine, hat das jetzt Einfluss auf meinen Computer hier oder was? Habe ich ja noch nie erlebt. Was ist denn hier los? Geht das hier? Nee, auch nicht. Warten auf Bibleserver.com, also leck mich doch. Wie ist denn das möglich hier?
Ich habe Internetverbindung. Ja, was ist passiert? Das möchte ich auch gerne wissen, ja. Was ist passiert? Muss ich mir jetzt eine andere Seite eben nehmen? Ich habe kein Internet anscheinend, obwohl ich hier eine Verbindung habe. Das ist jetzt ja merkwürdig. Schlachter 2000. Nee, gibt er mir jetzt einfach nicht. Was ist hier? Habe ich hier Internet? Mal gucken. Läuft das Video? Oder ist meine Internetverbindung irgendwie kaputt? Weil hier, seht ihr, hier habe ich Internet, wenn das geht. Okay, ja, dann machen wir mal eben, dann kopieren wir mal eben den Link hier aus dem Firefox raus, wenn das hier nicht geht. Mal sehen. Entweder funktioniert das jetzt und ansonsten kopieren wir den Link. Geht das jetzt irgendwie? Kopieren. So. Ah, jetzt geht's doch. Also, Entschuldigung, das ist Live-Video. Kann man nichts machen. Römer 13. Unterordnung unter die Obrigkeit. Jedermann ordne sich den Obrigkeiten unter, die über ihn gesetzt sind. Denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die bestehenden Obrigkeiten aber sind von Gott eingesetzt. Ich will jetzt gar nicht mal das ganze Kapitel vorlesen. Das ist eine eigene Studie. Das kann man vielleicht ja irgendwann mal machen. Der Punkt ist, jedermann ordne sich den Obrigkeiten unter, die über ihn gesetzt sind. Denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die bestehenden Obrigkeiten aber sind von Gott eingesetzt. Das ist richtig. Das ist richtig. Da will ich auch gar nicht gegen angehen. Ich kann ja nicht gegen die Bibel angehen. Aber der wichtige Punkt, den ich machen will, ist, diese Regierungen, solange sie dem Gott, der sie dann eingesetzt hat, wenn wir jetzt mal eben davon ausgehen, dass unser Herr und Vater im Himmel und unser Herr Jesus Christus diese Regierung eingesetzt haben, solange diese Regierung auch seinen Wegen folgt, seinem Gesetz folgt, solange müssen wir der Regierung auch folgen. Aber wenn diese Regierung jetzt abfällig wird, wenn diese Regierung jetzt auf einmal sich selbst zum Gott erhebt, durch Gottes Gesetze abzuschaffen und ihre eigenen Gesetze über die Gesetze Gottes zu stellen, wie sieht's denn dann aus? Dann sind wir nicht mehr zu Gehorsam verpflichtet. Denn dann gilt, dass man eher Gott folgen muss als dem Menschen. Aber Römer 13 wird von jeder Regierung auf dieser Welt, solange wir zumindest in den christlichen Ländern sprechen, missbraucht. Adolf Hitler hat das auch missbraucht. Er hat gesagt, wieso? Jungs, ich bin noch hier, rechtmäßig, ich bin von Gott eingesetzt. Könnt ihr ja gar nicht sagen. Natürlich ist alles richtig und gut, was ich mache. Nein, 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 weit gefehlt. Solange die Regierung natürlich auch das tut, was sie von Gott aus tun soll, ist das richtig. Dem stimme ich absolut zu. Aber es hat bis jetzt hier noch niemals eine Regierung gegeben, die nach den Gesetzen Gottes regiert hat und die ja nach den Gesetzen Gottes regiert hat und die nicht sich selber über Gott gestellt hat. Jede Regierung hat das bis jetzt hier getan. Außer vielleicht die protestantische im Zweiten Deutschen Reich, Bismarck. Hab damals nicht gelebt, kann das nicht so genau beurteilen, aber ich denke schon, dass die damals ziemlich christlich waren. Ziemlich. Heißt aber nicht 100%. Nein, versteht mich jetzt bitte nicht verkehrt. Der Punkt, auf den ich hinaus wollte, das ist ja, glaube ich, deutlich geworden. Wir lesen hier, dass er nur, dass ihn Gott, also das wurde ihm eingetrichtert in der Lehre der Jesuiten, wurde ihm eingetrichtert, dass ihn Gott zu diesem Zwecke auf den Thron gesetzt habe und daher hat er rechtmäßig den Satz, den Platz auf dem Throne eingenommen, wie es in Offenbarung, sage ich schon, in Römer 13 geschrieben steht. Deswegen ist das so. Das Problem ist, dieser König kennt aber nicht den Unterschied zwischen Katholizismus, in dem er erzogen wurde, und der Bibel.
Der hat die Bibel nie gelesen. Er hat die Chance auch nicht gehabt, die Bibel zu lesen. Also, man kann ihm das ja noch nicht mal vorwerfen, aber es ist halt so der Fall. Und wenn jemand mich regiert und das ist nicht auf Basis der Bibel, dann muss ich dem auch nicht gehorchen. Weil ob er von Gott eingesetzt ist oder nicht, das ist ja dasselbe wie mit zum Beispiel, sage ich jetzt mal, König David. Der war ja auch damals von Gott eingesetzt. Aber wenn der Gottes Gesetz nicht mehr beachtet hätte, was er ja für sich selber nicht getan hat, mit Uriah oder wie der hieß, den er da hat ermorden lassen, das ist eine andere Sache. Das war eine Sünde zwischen ihm und Gott. Wenn der aber jetzt auf einmal eine heidnische Regierung da eingeführt hätte, hätten die Leute ihm ja auch nicht mehr gefolgt, gehe ich jetzt mal von aus. So soll es zumindest sein. Aber meistens fing das ja an bei dem Volk selber. Also um lange Geschichte kurz zu machen, die Jesuiten haben den Thronnachfolger ausgebildet, haben ihn indoktriniert mit dem Bewusstsein, dass er zu diesem Zwecke, nämlich der römisch-katholischen Religion zu dienen, von Gott auf den Thron gesetzt wurde. Und deswegen müssen die Leute normalerweise dem auch folgen, wie in Römer 13 so spricht. Das Problem ist nur, der König, oder besser gesagt, der Gott, der ihn auf den Thron gesetzt hat, ist nicht der Gott der Bibel, sondern der kleine Gott, der in Rom in seinem Domizil sitzt. So. Entschuldigung auch für die technischen Probleme, kann ja auch nicht helfen, dass ich da keine Internetverbindung hatte. Aber diesen Kommentar wollte ich mal eben loswerden. Römer 13 ist ein ganz, 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 ganz wichtiges Thema. Sicher in der Zeit, in der wir heute leben, meine lieben Brüder und Schwestern. Wir leben nämlich heute in einer Zeit, wo es einen Aufruhr gibt. Oder wo das Volk aufmurrt oder aufmuckt. Und das nicht nur in Deutschland, sondern in vielen europäischen Ländern und Ländern um die ganze Welt. Und eben dieses Chaos wollen die auch. Und dann gibt es viele Christen, die sagen von, oh, wir dürfen aber nicht gegen die Obrigkeit vorgehen. Die sind ja von Gott eingesetzt. Ja, das mag sein, dass sie von Gott eingesetzt sind. Danach drehen sie Gott den Rücken zu und dann? Ja, dann muss ich ihnen als Christ nicht mehr folgen, ne? Weil sonst würde ja Gott ordinieren, dass ich dem Heidentum folge, wenn meine Regierung Heidentum lehrt. Und welche Regierung in Europa tut das nicht? Ja. Consalva ruhte nicht. Consalva ruhte nicht, als bis sich die Frömmigkeit seines Jünglings zum Fanatismus und sein Heldensinn zur Abenteuerlichkeit eines Kreuzritters gesteigert hatte. Dabei versäumte er die Vorsicht, jedermann von dem König entfernt zu halten, der auf andere Weise auf denselben einwirken könnte. Keineswegs. Und mit der Thronbesteigung Sebastians wurden alle wichtigeren Stellen am Hofe und in der Regierung nur allein mit jesuitischen Kreaturen besetzt. So erfuhr der junge Regent nichts davon, gar nichts davon, dass der Reichtum und die Macht des Staates, über den er herrschte, jedes Jahr in demselben Maße abnahm, in welchem die Macht und der Reichtum der Sozietät Jesu zunahm. Er erfuhr nichts davon, dass seit dem Eintritt der Jesuiten in Portugal aller Aufschwung, welchen die Nation in den Wissenschaften, wie im Handel und in der Betriebsamkeit gewonnen gehabt hatte, eine förmliche Bewegung nach rückwärts machte und in einen Zustand der Stagnation überzugehen drohte. Er erfuhr nichts davon, dass die Zahl der Missvergnügten sich mit jedem Tage mehrte und dass sein noch vor kurzem so hoch gepriesenes Land im Begriffe war seine Ehre und sein Ansehen vollständig einzubüßen. Am allerwenigsten aber erfuhr er etwas davon, dass an all diesem Elend nur die schlechte Wirtschaft der Jesuiten schuld sei. Und er konnte dies auch gar nicht erfahren, weil jeder, der nur einen entfernten Versuch machte, den König aufzuklären, dies schwer an Leib und Leben büßen musste. Selbst nicht einmal das gaben sie zu, dass er sich in den Stand der Ehe begebe, obwohl das Interesse des Staats dies durchaus gebot, weil mit ihm und mit seinem Ohm Henry der Mannstamm seines Hauses ausstarb. Nein, dies durfte nicht sein, denn eine junge, schöne Königin hätte möglicherweise allzu viel Einfluss auf ihn bekommen und die Fesseln der Knechtschaft, in denen sie ihn hielten, wären dann gefallen. Da lesen wir mal eben die Fußnote, die uns der Autor hierbei gibt. Und da lesen wir das Folgende. Die ganze Familie, der Geheimrat, die Großen des Reichs und alle Untertanen drangen darauf,
dass der König heiraten solle, um einen Thronerben zu bekommen. Und insbesondere wurde die Prinzessin Margarete von Frankreich, die Schwester Karls des IX., in Vorschlag gebracht. Allein die Jesuiten setzten Himmel und Hölle in Bewegung, um die Sache zu hintertreiben, und es gelang ihnen dies auch, obwohl nur mittels der Waffen der lügenhaftesten Verleumdung. Ganz auf dieselbe Weise wussten sie auch, eine Verbindung mit einer österreichischen Prinzessin zu vereiteln, denn sie wollten das Herz ihres Sklaven ungeteilt besitzen. Er sollte sein Herz nicht mit einer anderen Person außer mit seinen jesuitischen Händlern teilen. Sieht man nun, mit welcher systematischen Konsequenz die Jesuiten zu Werk gingen, um sich das Heft der Macht in Portugal ja nie aus den Händen winden zu lassen? Sieht man das nun? Ha! Endlich starb der allmächtige Beichtiger Sebastians, der Pater Luis Consalva de Camara, und nicht wenige glaubten nun, es werde möglicherweise eine Systemänderung in der Regierung geben. Allein, sie täuschten sich vollkommen. Am Anfang nämlich erfüllte den König die tiefste Trauer, und er erwiderte auf alle Vorstellungen nur allein die Worte: »Was wollt ihr von mir? Ich habe nie einen anderen Vater, eine andere Mutter gehabt als den Pater Consalva.« Nach und nach aber stumpfte sich sein Schmerz durch den geistlichen Trost eines anderen Jesuiten, des Paters Gaspar Maurizio, ab, und bald hatte dieser neue Beichtvater den Kopf und die Sinne des Königs ebenso gefangen genommen, als es Consalva nur je imstande gewesen war. Kurz nachher, im Jahre 1577, brach in dem Spanien gegenüberliegenden muhammedanischen Kaisertum Marokko ein Krieg zwischen dem Mulay Moloch und seinem Neffen Mulay Mehemet aus, in dem beide auf die Krone Anspruch machten. Mulay Mehemet unterlag und floh nach Lissabon, um den Schutz Don Sebastians zu erflehen. Diesen aber belehrte sofort sein neuer Beichtvater, dass darin eine Offenbarung des göttlichen Willens liege, dahingehend das Evangelium auf den afrikanischen Boden hinüberzutragen. »Von Afrika seien einstens«, so sprach der Beichter zum Könige, »die Mauren herübergekommen und hätten die ganze Pyrenäische Halbinsel in ein muhammedanisches Kaisertum verwandelt. Jetzt habe die Stunde der Vergeltung geschlagen, und er, der Don Sebastian, sei der Glückliche, würde sagen, der Auserwählte, welchen der Herr des Himmels auserwählt habe, ja voilà, da steht's doch, um die Mauren gänzlich vom Erdboden zu vertilgen.« Diese Worte zündeten in dem feurigen Herzen des Königs, und er beschloss alsobald den Krieg gegen Mulay Moloch. Die Jesuiten aber, nun, sie jubelten in ihrem Innern, denn wenn der Monarch in ein fremdes Land ging, so konnten sie zu Hause desto ungehinderter wirtschaften, und überdies fand derselbe, solange er sich mit der Idee dieses Kreuzzugs beschäftigte, keine Zeit, an die traurigen Zustände seines Reichs auch nur zu denken. Ganz gewiss also hatten sie einen guten Grund, den Monarchen in seinem einmal gefassten Entschlusse zu bestärken, besonders auch, wenn sie ihre Gedanken weiter aufspinnend sich der Sterblichkeit desselben erinnerten. Traf ihn auf diesem Feldzuge ein feindlicher Pfeil, oder verlor er auf sonstige Weise sein Leben, so starb ja mit ihm der uralte portugiesische Königsstamm aus. Und dann hatte Philipp II. Von Spanien, der große Begünstiger der Sozietät Jesu, Aussicht, Portugal zu erwerben, oder besser gesagt, zu annexieren. Dadurch aber wurde dem Aufbau der spanischen Universalmonarchie, von welcher bald ein mehreres die Rede sein wird, ein neuer mächtiger Eckstein zugefügt, und der Orden näherte sich in seinem riesigen Ziele, die Herrschaft über die ganze Welt, immer mehr. Doch sei dem wie woll. Sebastian blieb infolge der immerwährenden jesuitischen Anstachelungen dabei, dem Mohammedanismus in Nordafrika ein Ende zu machen, und fing im Jahre 1578 an, zu diesem Behufe ein Heer zu sammeln. Es standen ihm große Schwierigkeiten entgegen, denn seine Finanzen waren, dank deren Ausbeutung durch die Sozietät Jesu, total erschöpft.
Und nur durch die drückendsten Erpressungen, welche den Wohlstand seines Reiches vollends ganz vernichteten, konnte er die nötigen Summen aufbringen. Dazu kam noch, dass die Höchstgestellten des Landes ihm die dringendsten Vorstellungen machten von einem so tollen Unternehmen, das notwendigerweise unglücklich endigen müsse, abzusehen. Sowie auch, dass der König von Spanien, den er ja inständig bat, den großen Ruhm dieser Unternehmung mit ihm zu teilen, ihn mit einer unbedingt abschlägigen Antwort beschied. Es half jedoch alles nichts, denn er hatte einmal seinen Kopf darauf gesetzt, ein siegreicher Glaubensheld zu werden, und so wurde er denn bis zum Juni des oben genannten Jahres eine kleine Armee von 15.000 Mann zusammengebracht. Ein gutes Drittteil, also ein Drittel, derselben, bestand aus angeworbenen Ausländern, worunter merkwürdigerweise auch mehrere tausend ketzerische Deutsche waren. Von den übrigen zwei Dritteilen aber, den Engländern, hatte man die meisten mit Gewalt zum Kriegsdienst pressen müssen, und nur der Adel des Landes beteiligte sich freiwillig. Von einem wirklich kriegsgeübten oder gar begeisterten Heere konnte also überhaupt keine Rede sein, und aus diesem Umstande schon, abgesehen von der geringen Anzahl der Streiter, durfte man den möglichen Ausgang der Expedition mit Fug und Recht prophezeien. Am 24. Juni des Jahres 1478 schifften sich die Truppen auf 1000 meist kleinen Fahrzeugen ein, allein der Abschied war kein freudiger, sondern fast alle bestiegen unter tiefem Stillschweigen die Schiffe und die Augen der Zuschauer flossen von Tränen über. Die Landung geschah zu Arsilla und von da rückte das Heer bis gegen Alcazar vor, ohne dass es den geringsten Widerstand erfuhr. Inzwischen hatte Mulay Moloch eine große Armee von 100.000 Mann zusammengebracht. Und am 3. August 1478 standen sich die beiden Heere, nur durch einen Fluss getrennt, gegenüber. Der Feind war offenbar im Vorteil, denn er hatte alle Anhöhen besetzt und über dem herrschte im Lager Sebastians Mangel an Lebensmitteln. Die erfahrensten Kriegsleute rieten daher zu einem Rückzuge nach Arsilla. Und selbst Mulay Mehemet erklärte sich hierfür, indem allda im schlimmsten Falle die Flotte Rettung gewähren könnte. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Die erfahrensten Kriegsleute rieten daher zu einem Rückzug nach Arsilla. Und selbst Mulay Mehemet erklärte sich hierfür, indem allda im schlimmsten Falle die Flotte Rettung gewähren könnte. Ich verstehe den Satz jetzt eben nicht, kann mal passieren. Der tollkühne Sebastian aber beschloss trotz allem den Angriff und es begann also am Morgen des 4. jene unglückselige Schlacht, durch deren schlimmen Ausgang Portugal an den Rand des Verderbens gebracht wurde. Nach ganz kurzer Zeit nämlich sah sich das kleinere christliche, also katholische Heer von den unermesslichen Scharen der maurischen Reiterei umzingelt und in der Folge der schlechten Kriegszucht, die in ihm herrschte, lösten sich sofort alle Bande der Ordnung auf. Jeder focht sozusagen auf eigene Faust und fand, wenn auch einzelne tapfer kämpften, im Gedränge einen unrühmlichen Tod. Am längsten hielt sich noch der rechte Flügel, bei welchem sich Don Sebastian selbst befand. Und es geschahen hier wirkliche Wunder der Kraft und des Mutes. Endlich errang sich aber auch hier der Feind die Oberhand, und der Tod hielt eine reiche Ernte. Tollkühnheit führte den christlichen Monarchen mitten unter einen großen Trupp maurischer Kavallerie hinein, und von 100 Lanzenstichen zumal durchbohrt, sank er da nieder. Wie er jedoch endete, das kann jetzt noch nicht angegeben werden, denn keiner der Seinigen war Zeuge seines Todes, und man fand auch später seinen Leichnam auf dem Schlachtfelde nicht auf. Tatsache ist nur, dass er für immer und ewig verschwunden war, gestrichen aus dem Buche der Lebendigen, und ebenso gewiss ist, dass mit ihm sein ganzes Heer auf dem Wahlplatze blieb, wenige Hunderte ausgenommen, die sich gefangen gaben.
So wurde mit einem einzigen Schlage die Blüte der portugiesischen Jugend, so wie sie insbesondere auch des portugiesischen Adels vernichtet, und im ganzen Lande gab es fast keine einzige Familie, welche nicht in die tiefste Trauer versetzt worden wäre. Der größte Kummer aber erwuchs daraus, dass die Krone Portugal nunmehr in fremde Hände kommen musste und die Nation dadurch in Gefahr kam, ihrer Rationalität verlustig zu gehen. Mal eben schauen, wie lange wir in der Aufnahme sind, da haben wir noch Zeit. Der einzige noch lebende Sprosse des alten Königshauses nämlich war der greise Kardinal Don Henry, von dem, selbst wenn der Papst Dispens zur Verheiratung gegeben hätte, keine Nachkommen mehr erwartet werden konnten. Und so regten sich denn gleich nach seiner Thronbesteigung die verschiedensten Prätendenten. Als solche traten auf Donna Katharina von Braganza mit ihrem Gemahl Johann, dann Emanuel Philibert, Herzog von Savoyen, drittens Reinitius, Prinz von Parma, viertens Katharina von Medicis, Königin von Frankreich, und endlich Philipp II., König von Spanien. Und alle fünfe bewiesen durch ihren Stammbaum, dass sie mit dem bisherigen Königshause mehr oder minder nahe verwandt seien. Nicht genug aber an dem, sondern es wandten sich auch alle an den greisen Don Henry, indem jeder darauf bestand, von ihm adoptiert und damit zum Kronnachfolger ernannt zu werden. Den nächsten Anspruch auf den Thron hatte offenbar Donna Katharina von Braganza, denn sie stammte in gerader Linie von Alfonso I., dem Stifter des Hauses Braganza, welcher den berühmten König Johann I. seinen Vater nannte, und auch von diesem als Sohn, obwohl nicht als legitimer, anerkannt worden war. Überdem konnte man nicht den geringsten Zweifel darüber hegen, dass die portugiesische Nation, also nicht bloß das niedere Volk und der Landmann, sondern auch der Adel und die reguläre Geistlichkeit, nie und nimmer einen der auswärtigen Prätendenten zum künftigen Regenten haben wollte. Vielmehr das Haus Braganza, welches rein dem Inlande angehörte, für allein berechtigt hielt, und Don Henry selbst neigte sich, wie man gar wohl sah, zu dieser Ansicht hin. Ganz anders aber dachten die Jesuiten. Ha, mit anderen Worten, wir haben die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Sie hatten nämlich die Überzeugung gewonnen, dass dem unaufhaltbaren Strom der Reformation oder, wie sie sagten, der Ketzerei mit ihren verhassten Reformen kein nachhaltigerer und unüberwindbarer Damm entgegengesetzt werden könne, als wenn man der jetzt schon so mächtige Philipp von Spanien, der Urenkel des Habsburger Philipps I., welcher mit der Johanna von Kastilien und Aragonien die spanische Monarchie erheiratet hatte, alleiniger Regent der gesamten Christenheit würde. Oder, mit anderen Worten, wenn eine Universalmonarchie gegründet würde, deren Träger die Könige von Spanien und ihre Vettern die Beherrscher der österreichischen Erblande wären, und darum setzten sie alle Hebel ein, um diese Universalmonarchie ins Leben zu rufen. Natürlich jedoch immer mit der kleinen Nebenbedingung, Zitat, dass die Könige und Herrscher sich von ihnen leiten ließen und somit die Oberdirektion jener Weltenmonarchie faktisch niemandem anderen angehöre als ihnen. Ende Zitat. Mit anderen Worten, ein jesuitisch errichteter Gottesstaat in Europa. Das, woran sie immer noch arbeiten und was sie mit der EU natürlich bereits erreicht haben. Das war der Grundgedanke, der sie leitete. Und von diesem Gedanken ausgehend mussten sie natürlich nur allein dahin wirken, dass Philipp II., der Nachfolger Don Henrys, auf dem portugiesischen Thron würde, dieweil ja die Annexierung Portugals schon wieder ein Schritt weiter zur Realisierung der spanischen Universalmonarchie war. Welches Glück aber nun! Welches Glück, dass Don Henry ganz in den Händen seines Beichtvaters Leon Henriques war, und welches Glück ferner, dass dieser Beichtvater zu den klügsten seines Ordens gehörte.
wurde noch der altersschwache Regent förmlich durch ihn überzeugt. Moment, du musst hier eben ein bisschen verändern. Wurde doch der altersschwache Regent förmlich durch ihn überzeugt, dass er sich die Pforten des Himmels geradezu verschließe, wenn er einem anderen als dem gut katholischen Philipp II. Zum Erben der portugiesischen Krone erkläre. Ha! Ließ er sich doch sogar so weit hinreißen, dass er dem Johann von Braganza mit seiner Gemahlin Katharina und ihrem Vetter Don Anton von Braganza den Hof verbot, um ihnen damit in den Augen des Volks alle rechtliche Anwartschaft auf den Thron zu nehmen. Selbstverständlich übrigens war Leon Henriques bei diesen verschiedenen Aktionen nicht der einzige Mitspielende, sondern er wurde dabei von seinen vielen Mitbrüdern aufs Trefflichste unterstützt, und zwar insbesondere durch den äußerst einflussreichen Pater Georg Serraon, den Provinzial des Ordens von Portugal, sowie durch die beiden Patres Rodrigo Vasquez und Ludovico von Molina, zwei äußerst gewandte Jesuiten, welche Philipp II. Ausdrücklich zu seiner Beihilfe von Madrid nach Lissabon sandte. Am 31. Januar des Jahres 1580 starb König Don Henry als der letzte seines Hauses, nachdem er während seiner ganzen anderthalbjährigen Regierung die Sozietät Jesu ganz unbeschränkt hatte schalten und walten lassen. Und nun fragte es sich, wer den Thron erben sollte. Allein kaum war das Leben Henrys erloschen, so schickte Philipp II. Dem blutgierigen Herzog von Alba an der Spitze eines zahlreichen Heeres nach Portugal, um mit den Waffen in der Hand die Rechtmäßigkeit seiner Ansprüche zu beweisen. Allerdings erhob nun der Adel mit fast der gesamten einheimischen Geistlichkeit seine Stimme für das Haus Braganza, und das Volk schrie laut über gewalttätige Usurpation, alle Jesuiten verwünschend. Doch, was half's? Was half es selbst, dass man sich da und dort den spanischen Waffen ebenfalls bewaffnet entgegenstellte? Die einzige Folge war, dass die widerspenstigen Städte geplündert, dass das ganze Land der Brutalität und der Grausamkeit der spanischen Soldatesta überliefert und dass es mehr als 2000 der heimischen Priester und Klostergeistlichen niedergemetzelt wurden. Gehen wir in die Fußnote. Man konnte, schreibt der Autor hier in der Fußnote, schreibt der gut katholische Ludwig von Meneses, man konnte nicht einmal ungestraft über die neue Regierung reden, sondern wer dem Könige, also Philipp II., als er das Reich angriff, nicht behöflich war, musste diesen Mangel an Dienstleistung mit dem Leben büßen, und man schonte dabei nicht einmal der Geistlichkeit. Im Gegenteil, wer immer eines Verdachts beschuldigt war, dass er die Tyrannei nicht begünstigt hatte, wurde heimlich und unversehens ergriffen und in das Meer versenkt. Darum fingen auch die Fischer lange Zeit anstatt Fischen die Leichen dieser Unglücklichen. Und es war dies gleichsam ein besonderes Verhängnis der Vorsehung, so ungeheure Schandtaten nicht in Dunkelheit zu lassen. Ende Zitat. Ganz dasselbe berichten auch der Franzose Mezzerin, der Spanier Emmanuel Rodriguez Leyton, sowie der durchaus wahrheitsgemäße Tuan, welcher letzterer noch hinzufügt, dass Philipp, später vom Papste Gregor XIII. Dafür, dass er während der Besitznehmung von Portugal über 2000 Geistliche hinrichten ließ, ein Absolutionsbrief verlangt und erhalten habe. Was heißt das? Dass der Philipp, der König von Spanien, der also hier den Prinz von Alba gesandt hat, für alle seine Taten vom Papst eine Absolutionsbrief erhalten hat. Das heißt, dass er totale Absolution, also totales Vergeben all seiner Sünden bekommen hat. Eine Generalamnesie nennt man sowas, glaube ich, im Allgemeinen. Das ist jetzt halt hier im geistlichen Bereich so, ne? Weil wird ja gesagt, es ist ja, hat ja mit Geist zu tun, ne? Also die Katholiken glauben ja, dass der Papst ihnen die Sünde vergeben kann oder dass sie sich davon freikaufen können. Und hier mit einer Absolutionsbreve, also das ist dann sogar noch eine ganz starke Äußerung des Papstes, hat der Papst dem Philipp von Spanien
all seine Sünden komplett vergeben. Ja? Interessant, ne? Fahren wir nochmal fort. Oh, es geht aber noch weit hier, wa? Schaffen wir ja heute nicht mehr. Dann ist das Portugal der erste Teil. Auf jeden Fall fahren wir fort hier. Auf diese Art pazifizierte man das Land und am 11. September 1580 hatte Philipp II. Die Genugtuung, sich die Krone von Portugal aufsetzen zu können, ohne ferneren Widerstand mehr zu erfahren. Tja, und seine Generalamnesie hat er auch gehabt, ja, dass ihm alle seine Sünden vergeben wurden. Und ich sehe gerade, wir sind bei 55 Minuten. Das ist ein schöner Moment, um die Lesung hier zu beenden. Ganz, ganz kräftig. Portugal in den Händen von Spanien. Und wenn ich mich nicht irre, das ist ja die Zeit von Gregor dem 13., das ist Ende des 16. Jahrhunderts. Das ist die Zeit, wo dann auch in Frankreich das Edikt von Nantes 1582 widerrufen wurde. Und wo in Frankreich 500.000 Hugenotten getötet wurden und 500.000 Hugenotten das Land verließen. Unter anderem war dabei der Philipp von Limbourg, der das Buch geschrieben hat, History of the Inquisition, das ich auf diesem Kanal, hier auf dem Zweitkanal auch lese, in Englisch. Und natürlich fing damit auch die große Ausreise der Europäer an in Richtung die neue Welt. Die Vereinigten Staaten von Amerika später, die Kolonien. Wegen dieser starken Verfolgung. Wenn man jetzt sieht, wie die Jesuiten hier Portugal übernommen haben, mit dem Ziel natürlich, wenn sie da jetzt den Spanier oder eine Puppe des spanischen Königs auf den Thron setzen in Portugal und sie also die ganze iberische Halbinsel beherrschen und daneben natürlich auch, wie wir gesehen hatten, Italien und so weiter beherrschen. Und wir sehen, dass sie also im Aufbau sind, eine Theokratie, also einen Gottesstaat in ganz Europa aufzubauen. Ja, dann begreift man, warum die Leute damals mit Tausenden, zu Abertausenden geflohen sind aus Europa, nachdem sie verfolgt wurden, sicher, wo sie endlich verstanden hatten, dass der Papst der Antichrist ist und dass der einzige wahre, von uns zu akzeptierende König unser Herr und Meister Jesus Christus ist, der König der Könige und der Herr der Herren. Tja, interessant und ich bin gespannt, wie es weitergeht in Portugal. Ich freue mich auf die 20. Lesung. Ich hoffe, dass ihr da auch von genossen habt und ich freue mich auf eure Kommentare, wenn es überhaupt mal irgendwelche gibt, weil bis jetzt habe ich diese Lesung noch fast keine Kommentare bekommen, aber ja, sind ja auch nicht so viele Zuschauer. Das muss ja jeder für sich selbst wissen. Mir macht es auf jeden Fall Spaß und ich lerne eine ganze Menge dazu bei. Je mehr man über die Jesuiten lernt, je besser man seinen Feind kennt, desto besser kann man ihn einschätzen und desto weniger Angst muss man haben. Und Angst habe ich sowieso nicht, weil ich habe Jesus Christus. Und von daher kann mir in dieser Welt passieren, was will. Ich habe meinen Herrn und Meister, Jesus Christus. Ihr auch? Christus oder Antichrist? Was willst du? Bis zum nächsten Mal. Maranatha.